Für die heißesten News in Sachen Gadgets und Technik kommen Sie am besten mit Sci-Fi nach Las Vegas zur Consumer Electronics Show. Das ist Sci-Fi von der CES. Robotik ist jetzt nicht mehr nur für Erwachsene geeignet. Modular Robotics zeigen uns mit ihren Cubelets, wie Kinder Teil der Roboterrevolution werden können. Mit den Cubelets können Kinder Roboter ohne jegliche Vorkenntnisse bauen, indem sie einfach die Würfel zusammensetzen. Die Verbindungen sind magnetisch, man kann also gar nichts falsch machen. Die Kinder müssen nichts programmieren und auch keine Kabel verlegen, um Roboter zu bauen, die ein paar coole Tricks drauf haben. Man nimmt zuerst diesen Battery Cubelet, der die gesamte elektrische Energie bereitstellt. Dann verbinden wir andere Module. Das hier ist ein Drive Block. Er hat einen Motor und Räder. Sobald die beiden Module verbunden sind, kommunizieren sie miteinander. Ich füge jetzt einen Entfernungsmesser hinzu, der die Bewegung meiner Hand erkennt. Wir haben diese drei Cubelets direkt aus dem Karton geholt und keine Ahnung von Programmierung, haben aber jetzt schon einen Roboter, der von unserer Hand wegrennt. Natürlich kann ich auch komplexere Roboter bauen. Ein weiterer Drive-Block, ein weiterer Entfernungsmesser und schon habe ich einen Roboter, den ich über den Tisch steuern kann. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ich musste nichts programmieren. Die Bewegung entsteht durch die Art und Weise, wie ich die Cubelets miteinander verbunden habe. Fast wie eine physikalische Programmiersprache. Ich mag es, Dinge zu bauen, mit denen Kinder etwas lernen können. Die nächste Generation von Ingenieuren zu inspirieren, ist eine tolle Erfahrung und macht Spaß. Das war ein weiterer Beitrag von Sci-Fi auf der CES. You're watching Sci-Fi. Imagine greater.